Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 5 und das Ganze zusammen mit dem Balthasar. Das lernen wir irgendwann noch. Okay. Ja, können wir auf Start, ja. Oh, ich habe einen Balladebildschirm, weiß nicht warum. Aber da ist er schon wieder. Okay, synchronisiert oder sowas, genau. Gut. Wo war ich denn stehen geblieben? So, letztes Mal hatten wir hier in der Bibliothek gebaut bei mir. Balthasar kämpfte mit permanenten Geldsorgen. Ja, die habe ich. Also ich bin jetzt, wie ihr seht, also wenn ihr hier schaut bei mir, bin ich auch schon wieder mit 1000 in Miesen. Aber ich hoffe, dass es jetzt mal langsam vorangeht. Aufwärts geht. Denk an die Wachtürme wegen Piraten. Ah, ja, genau. Hast du schon Piraten oder was? Hä? Hast schon Piraten da? Nein, ne? Nee, noch nicht, aber ich baue jetzt mal sicherheitshalber. Und zwar okay. In Ufernähe. Weil das ist mir nämlich ein bisschen zu heikel, das Ganze. Gut. Weil das Fiasko vom letzten Mal baue ich nicht nochmal. Ach man, jetzt erst rauszoomen. So, und dann kann ich den Turm nochmal anklicken. Aber rauszoomen geht mit Bild ab und Bild runter übrigens auch, habe ich gerade eben gemerkt. Stimmt, geht bei mir auch mit Bild auf und Bild ab. Manchmal macht das ja Sinn zu wissen, was man tut. Ja. So, der wird da gebaut. Ach, hier unten ist auch schon gleich Wasser. Super, dann könnt ihr ja auch von der Seite ganz schnell kommen, ne? Ja, es ist ganz viel Wasser um uns herum. Wir sind auf der Insel, ich weiß. Was wollen die schon wieder? Eine Bibliothek? Hallo? Ja, muss schon mal sein, ne? Wenn man sehr viel lesen. Hochintelligente Menschen, oder wie war das? Ich will nicht hoffen, dass die dann auch noch um den Vulkan rumrücken. Ich will jetzt nicht noch einen Turm bauen. Gut. Die Wirtschaft brummt oder nicht? So lala. Da nicht. Ja, ich glaube, das sind alle so Scheinheilige, da werde ich mal lieber eine Kirche bauen. Ne? Obwohl, die Wahl war nicht so gut direkt neben dem Vulkan. Naja, vielleicht beschützt er uns. Die Kirche. Ich einmal in der Kampagne erlebt, also mir jetzt gelangt mit dem Vulkan. Echt, ist das so krass? Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe bei den, als ich das Spiel eröffnet habe für uns, habe ich auf gelegentlich, also ich glaube, das ist schon die tiefste Stufe, dass da irgendwelche Naturkatastrophen passieren. Also es wird uns nicht jede paar Jahre oder so irgendwie erwischen, also. Okay. Weil das kann schon ziemlich nervig sein. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königs. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem... Ach Gott. Jetzt haben wir den Cowboy geschafft, das ist doch schon mal schön. Echt, bist du schon so weit? Ja. Ich habe mich nicht so ums Geld gekümmert, weißt du? Ja, obwohl, ich habe die Bibliothek später gebaut wie du, deswegen wundert mich das gerade. Ach, den Cowboy habe ich auch schon. Sorry, ja. Das ging an mir vorbei. Naja, okay. Ja, Wirtschaft brummt. Ja, ich bin immer noch kräftig in Miesen. Echt? Ja, 7000. Oh, ich habe 6000 plus. Was machst denn du? Geld verdienen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht musst du nicht so viele Dinge ins Hütten bauen oder sowas, damit die mehr auf Arbeit bleiben. Ja. Weißt, wer kein Zuhause hat, der bleibt auf der Arbeit, ne? So. Komm, machen wir da mal irgendwie so eine Linie, mal eine Straße, die nicht einfach so gerade ist, ne? Das versuche ich ja bei City Skylines auch, dass die Straßen nicht so symmetrisch sind, damit das mal ordentlicher nach einer Stadt aussieht, die gewachsen ist. So baust du immer Kurven oder was? Ja, ich baue kurvige Straßen auch mal, ja. Ja. Ich weiß nicht, also ich bin gerade rechtwinklig alles.
so Geldtransporter kommt wieder an. Bin mal gespannt, was der Fracht uns diesmal bringt. Warte mal, das Transportbüro hat man ja und das Baubüro hat man auch, ne, oder? Ja. Das ist das hier, ne? Ja. Okay. Da geht noch nichts. Das ist auch schon alles gebaut. Das geht auch noch nicht. Die Krone hat schon wieder Kohle überwiesen. Hast du das eingestellt? Ich weiß es nicht. Kann man da irgendwas einstellen? Na, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir doch nochmal was für die Wirtschaft tun. Ich habe die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Ich habe irgendwie zu wenig wirtschaftliches Zeug da. Vielleicht sollten wir doch nochmal eine Plantage bauen. Was ist denn da gut hier in der Gegend? Kakao? Nö, Kaffee? Kaffee ist immer gut. Okay. So, was haben wir hier? Eine Farm. Alles klar. Ich hoffe, das funktioniert hier alles von alleine, dass ich da nicht so viel hinterher gucken muss, ne? Ich hoffe, das funktioniert alles so ziemlich von alleine, dass ich nicht so viel hinterher gucken muss. Ja. Okay, da ist noch nichts gebaut. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich da keine Straßen habe, ne? Wenn so ein Turm muss eine Straße haben, weiß ich jetzt gar nicht. Der Turm, ich habe ihn jetzt immer an die Straße hingemacht, aber der braucht, glaube ich, keine Straße. Ja, aber ich glaube, wenn da keine Straße ist, dann laufen die Arbeiter da nicht hin, so wie mir das vorkommt. Das kann natürlich auch sein. Gut, wollen wir hoffen, dass es jetzt klappt, oder? Irgendwie außer Reichweite, das kann natürlich auch noch sein. Oh, da sind ganz viele neue Aufgaben. Ich bräuchte mal wieder langsam Mandatsverlängerung. Ich habe Kontakt zu einigen skrupellosen Schmugglern aufgenommen, die gerne mehr Geld verdienen. Okay, Plantage ist gebaut. Seine Majestät hat zahlreiche Berichte über ihre Kolonie persönlich. Okay. Gut, dann wird das von alleine gehen. Exporthandelsroute, super. Wie funktioniert das? Du hast die Exporte, also die sind rot angezeigt und dann ziehst du immer das Ziel. Und bei die Importe, also alles, was bei dir ins Land reinkommt, die sind halt mit so einem grünen Pfeil dargestellt. Und dann kannst du halt auswählen und dann brauchst du unten nur rechts auf das Schiff klicken und dann geht's los. Wo finde ich das? Beim Handel oder was? Wenn du unten die Briefmarken hast, ja. Das dritte von rechts, das Steuerrad. Ja, das habe ich schon. Und dann hast du die einzelnen Aufteilungen, also geht ja der neue Dialog auf und dann hast du die einzelnen Aufteilungen nach den Ressourcen und danach siehst du Angebot und Nachfrage immer jeweils. Derzeit gibt es keine aktiven Handelsrouten, das ist mein Problem. Achso, hast du vorhin nicht die Silberding gekauft? Doch, habe ich gemacht, deswegen wundert mich das. Das ist jetzt komisch. Ja, warte mal, das konnte ich irgendwo anders aber auch noch kaufen. Du kannst aber auch auf den Hafen gehen und dann, wenn du auf Handel gehst, kommst du auch hin. Effizienzarbeiter allgemein, ach da unten ist es. Ne, da komme ich wieder in das Handelsroutenmenü hier. Ich habe doch die 2000 Silber bezahlt, komisch. Ja, aber dann bist du doch richtig, wenn es so der Dialog aufgeht mit den aktiven Handelsrouten und unten drunter sind die einzelnen Ressourcen. Ach so, ja, dann habe ich was falsch verstanden. Also die oberste Briefmarke ist nur das, was zurzeit passiert, was importiert und exportiert wird bei dir im Land und die unteren sind Angebot und Nachfrage. Okay. Also was du halt machen kannst.
Und irgendwas muss ich exportieren jetzt, oder was? Das ist das Ziel dann, Ja, ne? muss halt, ja, sollte schon gucken, weil schau doch mal auf die Preise. Also wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel für Baumstämme bekomme ich 810 für 1000 Einheiten, der Standardpreis ist normalerweise 600, also das sind schon mal Okay. 210 mehr. Das ist schon ganz nett, würde ich mal Und sagen. wenn du Schiff anklickst, dann kommt eins dafür, oder was? Ja, genau. Aber nur eins, oder wie ist das? Oder ist das Nur eine eins. Route dann? Nein, ne? Das ist dann immer nur eins für diesen Export. Also Okay. hast dann so mit den Handel beschlossen, also wie ein Handschlag halt. So, jetzt ist es soweit, die Piraten sind da. Echt? Ja. Okay. Oh, die Türme werden immer noch nicht gebaut. Super. Oh, das wird böse enden. Großartige Neuigkeiten. Wir haben in Kolumbien. Okay. Was war denn das jetzt für eine Meldung? Gerade eben hieß es, die Piraten sind da. Und wo sind sie? Wahrscheinlich auf meiner Seite. Laufen den langen Weg anscheinend. Ey, ich brauche jetzt aber mal langsamer. Guck mal, die stehen gleich bestimmt vor deinem Palast und schießen darum oder so. Auf jeden Fall. Wundert es mich nicht. Ja, ich sehe es nicht. Noch ein Jahr und ein Monat und dann habe ich ein Problem. Ich bräuchte nämlich dringend eine Mandatsverlängerung. Okay, 3 Jahre, 7 Monate, da komme ich gut bei weg, ne? Ich habe jetzt aufgepasst. Ja, aber irgendwie soll ich zwei Farmen verbessern? Ah, super, ja, alles klar. Plantagen und Farmen sind nicht das gleiche, ne? Habe ich bestimmt das Falsche ausgewählt. Aber die Sichel ist doch für Farmen, oder? Cowboy? Verstehe ich jetzt nicht, aber erstmal was Neues da reinschieben. Bei der Forschung. Seine Majestät hat zahlreiche Berichte über Ihre Kolonie persönlich studiert. Ach, da muss ich wahrscheinlich eine verbesserte Farm bauen, ne? Gibt's sowas? Wahrscheinlich, ne? Das weiß ich Oder? jetzt nicht. Hm. Nochmal. Hier gibt's nichts Verbessertes, oder? Nee. So. Tja. Wahrscheinlich musst du erst noch eine Farm bauen, die dann verbessert ist oder so, gehe ich mal von aus. Zu was hast du gesucht? Weil ich musste mich mal ganz kurz hier konzentrieren, weil das wird nämlich jetzt bei mir hier spitze auf Knopf. Die Farmen, die da Wegen gebaut meiner. werden sollen, die du da hast, sind dann wohl nichts verbessert, sondern du musst dann erst neue bauen, wahrscheinlich, gehe ich von aus. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich brauche meine Mandatsverlängerung. Das wird ganz knapp. Echt? Ja, also ich habe jetzt noch 9 Monate und die Forschung, die sind 3 fertig, dann kriege ich eine Mandatsverlängerung von 6 Monaten schon mal. Ja. Und dann hoffe ich auf neue Aufträge, weil dann wird es echt eng. Okay. Zumindest bin ich jetzt finanziell schon mal plus. So. Ist da irgendwo ein Bereich, wo die nur bauen? Kann das sein? Nee. Warum die die Türme nicht bauen, weiß ich auch nicht.
komisch. Aber egal, wird schon werden, ne? Mhm. Wir haben soeben herausgefunden, wie oft so, Mandatsverlängerung geglückt. Hat geklappt? Ja. Darf ich noch länger mit dir spielen? Jetzt. Gut. Geld läuft auch oder ist das schlecht? Nee, im Moment eigentlich. Es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil ich habe jetzt auch noch die Kakaoplantage gebaut. Mhm. Und es läuft jetzt langsam. Und mein erstes Fort habe ich ja schon gebaut. Weil das mit den Piraten ist, hat mir ein bisschen verunsichert. Wobei die komischerweise da gekommen sind, keine Ahnung mehr. Okay. Ist ja ganz schön groß, das Fort, ne? Ja. Ah, es gibt einen Kreis um das Gebäude rum und da wird wahrscheinlich nur gebaut, ne? Um dein. Sag schon. Um dein Palast rum gibt's einen Kreis, in dem Bereich wird nur gebaut, ne? Ja, den kannst du aber weiter das über erkunden. Gouverneur, meine speziellen Freunde wollen noch mehr Geschäfte mit uns machen. Da kannst du im Palast, wenn du draufklickst, dann kannst du auf Erkunden gehen. Das kostet dich 1000 ja. Und dann kannst du ihn irgendwo hinschicken. So. Na dann. Wenn ich jetzt kann ich doch schon. Genau. Ich habe jetzt komischerweise miese. Das gefällt mir gerade nicht. Tornado. Mist. Bei dir? Ja. Du hast keinen, oder was? Du hast Sonnenschein bei dir. Nee, Regen ist da, aber... Die Hafenanlage, soll ich eine zweite daneben bauen, oder was? Ja, habe ich auch gebaut. Ich habe es ein bisschen weiter weggesetzt von meiner jetzigen. Ist ja auch schön, ne? Und ich krieg's nirgendwo hingebaut. Auch toll. Warum das denn schon wieder nicht? Fehlt wieder die Straße oder was? Ah, da ist die Böschung zu hoch oder wie? Direkt daneben wird zu gehen. Ah, jetzt kommt hier bei mir ein Inforaster. Ja, da ist der Tornado. Super. Ja, der ist aber bei mir, oder? Na, ich weiß nicht, wo meins ist. Ja, das ist auch in den, das ist zwischen uns wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht, wo er hinläuft. Ich glaube, er läuft auf mich zu. Ja, schaut so aus. Ja, ich glaube, ich bin dran. Er eher, oder? Nee, ich glaube, der bewegt sich ganz langsam zu mir. Toll. Super. Alle Karten. Das ist doch hier mein Bereich, ne, oder? Ja. Jo. Ja, ich glaube, wenn der so weiterläuft, ist mein Palast gleich direkt dran, ne? Oh oh. Ich glaube, wir beenden die Folge. Was? Nee. Beruhigt er sich auch vorher vielleicht? Das kann natürlich auch sein. Das wäre schön. Weil derzeit sieht das nicht gut für mich aus. Der Prognose nach, obwohl er zieht sich leicht nach rechts. Oh, er hat sich aufgelöst. Glück gehabt. Ein Bürger wurde getötet von mir. Also steht das irgendwo? Da grad. Ja, bei mir kam eine Einblendung. Einer wurde getötet. Okay. Wie ich habe 1000 Dollar in die Dingens gekriegt, in die
Katastrophenkasse oder irgendwie sowas. Okay. Super. Nein, ich drücke wieder das Falsche. Ich muss das Mausrad drücken, um die Karte zu drehen. Ah. Ja, aber ich würde mal sagen, ne? Die Folge ist schon wieder voll. Schon wieder soweit. Ja. Wir haben das überlebt. Gott sei Dank, und die Sonne scheint auch wieder. Ja, genau. Dann beim nächsten Mal weitergehen. Genau, okay. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.